Hallo und willkommen bei Sunny Projects an einem total verregneten Wochenende. Also das geht ja schon seit ein paar Tagen so, Nebel und Regen und Wind und Kälte. Fragt sich bloß noch, wann der Schnee anfängt. Ja, heute geht es nochmal wieder um diesen Milchaufschäumer. Im letzten Video war ich leider zugegeben sehr nachlässig. Das werde ich hoffentlich mit diesem Video beheben. Dank ihr Iraklis T. Schöne Grüße. Er meinte, ich werde es einfach mal vorlesen. Wieso hast du nicht mal vorher gemessen, wie viel Strom der Motor wirklich zieht? So gut auf gut Glück. Das Netzteil wird wahrscheinlich durchbrennen. Ja, das war zugegeben wirklich sehr nachlässig. Weil ich habe sonst eigentlich nicht sehr viel mit Motoren zu tun. Ich dachte mir wirklich, mehr als 200 mA wird also deiner Motor eigentlich nicht fressen. Aber laut der Messung zieht er wirklich 320 mA. Und ja, das sind dann 120 mA zu viel. Durchbrennen wird er zwar deswegen nicht gleich, aber die Sache werden wir auf jeden Fall beheben. Ja, also bin ich letzte Woche nochmal losgezogen, habe mir ein passendes Netzteil besorgt. Das wäre jetzt dieses Netzteil hier. Das hat 8 Euro gekostet. Das hat satte 600 mA. Und ist ein regelbares Netzteil. Das heißt, man kann die Spannung zwischen 3, also unterschiedliche Spannung einstellen zwischen 3 und 12 Volt hier. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn du mal schon kaufst direkt dafür, dann gleich mit unterschiedlichen Spannungen, damit mein Freund halt das Netzteil noch anderweitig einsetzen kann. Und wenn wir gleich mal dabei sind, wirklich ein richtiges zu holen, und zwar eins mit Kurzschlussschutz und Überlastschutz. Ja, ich denke, das Teil wird seinen Dienst tun und daraus kommen halt natürlich noch die unterschiedlichen Ansteckteile hier. USB-Anschluss sogar auch noch dabei und den diversen Schlüssel, um dann die Spannung einzustellen. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, ich habe mir das jetzt also so gedacht, dass ich das Loch gleich, so wie ich es damals gebohrt habe, gleich nutze, und zwar diese Buchse hier einbaue, um die dann direkt dahinter zu klemmen, die Kabel einfach an die Buchse anklemme und dann den passenden Adapter dafür einstecke. Somit kann ich auch gleich die Durchführung hier gleich wieder nutzen. Ja, machen wir einfach mal weiter. So, in der Zwischenzeit, wo mein Lötkolben hochheizt, dachte ich mir, gehe ich noch einer Sache nach, denn Bitbastelei, die habe ich auch nie vergessen, hat gesagt, die Spannungen sind wesentlich immer höher bei diesen Netzteilen. Das messen wir jetzt einfach mal aus. Und zwar gibt das Ding ja hier 3 Volt an und 200 mA. So, stecken wir jetzt hier mal ein. Gut, und dann stellen wir uns hier mal das hin. Und dann habe ich hier die 2 Kabel von dem Netzteil. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, ich habe das jetzt zwar andersrum gepolt, aber das ist ja schmeißegal. Egal. Und wir sehen, bei dem Netzteil sind es satte 5,78 Volt, obwohl es 3 Volt liefern sollte. Also stimmt das soweit? Was Bitbastelei sagt, die sind wesentlich höher, die Spannungen. Und jetzt holen wir uns mal unser neues Netzteil her.
ob das denn soweit besser ist. Wo habe ich es jetzt hingetan? Hier. Gut, ich kann es jetzt leider neben dem Video mit zeigen. Weiß zumindest nie, wie ich es anschließe, weil die Strippe einfach zu kurz ist dafür. Momentan, aber ihr könnt ja gerne mal auf die Spannung gucken. Schließt es jetzt an dem neuen Netzteil. Na, jetzt. Und wir sehen 3,26 Volt, also wesentlich genauer als das alte. Habe ich eigentlich auch so erwartet. Also haben wir da entgehend auch eine Verbesserung. Gut, soweit dazu. So, ich würde sagen, mein Heißkleber ist nun ausgehärtet, würde ich sagen, und der Umbau ist zum zweiten Mal abgeschlossen worden. Ich hoffe mal, diesmal hat alles soweit gestimmt und schieben wir das Ding einfach mal an. Also, ich könnte es natürlich auch rausziehen, na, ist klar. Und hört sich so an, als hätte er schon wesentlich mehr Power als zuvor. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in die Küche und werde mir erstmal einen Kaffee gönnen. Bis gleich.